Ich nämlich vorsichtshalber mal zwei Waffen mit. Hallo? Oh nein. Nein. Nein, ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Bitte nicht. Bitte nicht. Was liegt denn da? Hey, eine Winde. Ist da noch was? Nö, okay. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung wegen diesem Raum oder beziehungsweise allgemein, wie das hier aussieht. Huch, hallo? Was? Ja, natürlich. Klar. Ich glaube, der Gärtner kommt. Ich glaube, der Gärtner ist gerade wieder gekommen. Der war gerade. Alter, habe ich jetzt gerade Gänsehaut gemacht? Das sieht man, glaube ich, nicht, ne? Wie nennen wir ihn denn? Gisela. Gisela, bist du's? Hurra! Was? Was war das denn? Okay, das war Bernd. Bernd war das. Bernd der Glöckner. Wow. Wow, was soll ich denn machen? Wie bitte? Was soll ich denn machen? Aua! Ich glaube, Gisela ist sauer. Bernd. Bernd der Glöckner ist, glaube ich, sauer. Oh, Munition alle? Scheiße. Fuck. Lalalala. Die ist nicht zu bändigen. Gisela! Gisela, ich hab dich lieb! Geh weg! Lalalala. Wie, dazu ist keine Zeit? Ja, natürlich. Ja. Aber im Menü gehen und die Waffe wechseln, dafür hat er Zeit. Alter, was soll ich denn machen? Ich hau ab, ich hau ab. Gisela, mach's gut. Du warst meine erste Liebe. Ich habe keine Muni mehr. Ich weiß gar nicht, kann man die töten? Ich werde mal eben so eine Pflanze nehmen. Eine Pflanze rauchen. Ach, wir haben ja noch eine gehabt. Stimmt ja. Kinder, keine Pflanzen rauchen, ja? Gisela. Okay, wir werden Gisela nochmal später besuchen. So, und wenn wir mal mit der Kurbel mal zu dem Wasserbecken gehen, weil ich glaube, da können wir die Kurbel. Wo kommt der denn her? Hi, wie geht's so? Tschüss, ciao. Mach's gut. Geil, wie er da rumstand. Nein, die kann man nicht töten. Ah, okay, danke für den Tipp. Dankeschön. Alter Finne. Okay, die kann man nicht töten. Da habe ich quasi jetzt unnötig Schrotflinten-Muni verwendet. Uah. Hi, Jungs. Puh. La 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 la. War doch hier lang, ne, oder? Ah ja, stimmt. Wie gut, hier kann ich mich wenigstens nicht verlaufen. Das ist schon mal viel wert. Und ihr seid immer noch in der Let's Play Live Show? Zumindest jetzt noch nicht. Ah, okay. Gut, dann können wir Gisela, ja, demnächst wahrscheinlich dann mal nochmal besuchen gehen. Wenn wir da nochmal hin müssen. Ja, Let's Play Live Show. 100. Folge. Wahnsinn. Und 24 Stunden Stream. Oh, Alter, geil. Ja, haben viele drauf gewartet und viele auch im letzten Jahr schon gefragt, wann das endlich mal kommt. Und ja, jetzt ist es soweit. Hier war das lang, ne? Oder? So.
Genau, wie geht's euch so? Wie geht's denn euch? Was habt ihr denn heute Schönes so getrieben? So, dann werde ich mal die verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Willst du mich verarschen? Ich stehe doch direkt davor. Ach, jetzt 2 Zentimeter daneben, natürlich. Hi, Bastard, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Boah, was ein qualitatives, geiles Video. Oder qualitativ hochwertiges Video. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Es könnte aber auch jemand sein, der gerade in die Ecke pinkelt. Wieso nimmt er den... Ach, die Kurbel brauche ich wahrscheinlich noch, ne? Naja. Naja, dann, ich bin ganz schön wagemutig, ohne zu speichern. Das stelle ich jetzt mal fest. Ich, Toll, jetzt muss ich pipi. Alles Millimeterarbeit bei Resi, das stimmt. Das ist, hast du vollkommen recht. Das, Schade, ich dachte, man könnte ja auch irgendwie X drücken, dass er dann sowas sagt wie eine Lampe. Wo Motten gegen das Licht fliegen. Hey, das ist der Fahrstuhl, oder? Bitte was? Uah. Uah, geh doch. Uah. Kann ich da rein? Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Ja, cool. Uah, die sollen weggehen. Uah. Geh doch. Uah, geh doch. Da. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Was ist denn da? Die Batterie wurde weggenommen. Aua! Mann! Ist hier sonst irgendwas am Liegen? Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Ein durchsichtiges Wesen? Mann, die sollen weggehen. Hey, eine Tür. Eine Lampe, der Gesichtsausdruck war geil. Hey, eine Leiter, kann ich die nicht mitnehmen? Hallo? Dieser Gang erinnert mich auch unheimlich irgendwie an Silent Hill, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Lalalala. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Hier, alter Schlangen, wollt ihr mich verarschen? Nee. Nein, im Leben nicht. Klar, erst so eine Riesenklapperschlange und jetzt so kleine Mistviecher oder was? Da könnte ich doch normalerweise die Tür offen lassen für die Krähen, dann fressen die doch auf, oder nicht? Dann. La 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 la, geht weg. Macht's gut. Ist hier was? Wo kommen wir denn jetzt hin? Hallo. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Ich traue mich gar nicht, hier viel zu laufen, weil ich so... Ist das eine Ki... Das ist eine Kiste, ne? Müssen wir nachher nicht irgendwie was mit den Pflanzen kombinieren? Ich kombiniere mal da unten die Pflanze mit dem, die Grüne mit dem Blauen, was da passiert. Gemischte Kräuter. Toll. Ich habe keine Ahnung. Ich, kann ich nochmal blauen? Mann, nee, ich lasse das mal lieber, sonst habe ich gleich keinen Inventarplatz mehr. Und dann stehe ich wieder da. Hey, Speicherpunkt. Juhu! Die Lampe hätte auch mal einer reparieren können. Oh, Gott sei Dank. Und eine Blendgranate, das ist super. Das ist doch schon mal schön. So, wo ist die Kiste hier? Hey, da.
Ja, die Flinte können wir eh ablegen. Das ist unnütz. Ja, die Kurbel würde ich auch erstmal ablegen wollen. Das ist. Ich sortiere mir das jetzt erstmal hier ein bisschen. Das ist mir alles ein bisschen weit weg. So, das brauchen wir auch gerade nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht. Das Messer werde ich nochmal mitnehmen, vorsichtshalber. Obwohl, ich nutze so wenig das Messer, also. Ach, blaues Kraut ist gegen Vergiftung. Ah, gut zu wissen, danke. Prost auf mich, Fleckchen. Ja, auf dich. Ich habe gerade nichts zu trinken, fällt mir gerade auf. Ich werde auch jetzt gleich, wir machen jetzt gleich die erste Pause. Ja, ich werde erst speichern. Wir haben zwar noch nicht ganz 9 Uhr. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt, wir haben eine Stunde schon gespielt und machen dann eine kleine Pause. Ich nehme mal den zweiten Speicherplatz. Dann kann ich mir nochmal währenddessen was zu trinken holen. Kann mal, ja, keine Ahnung, Chips nochmal für euch holen, Popcorn, Pause, Pipi-Pause, Pupu-Pause. Und dann geht es gleich spannend weiter bei Reset. Ah, hier liegt noch ein Spray. Das lege ich noch eben ab. Und das Farbband natürlich auch. So. Zack. Zack. Wir sind gut ausgerüstet. Zwei Schuss in der Pistole und ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist echt super. Hab seit Donnerstag Lappen. Ey, herzlichen Glückwunsch. Auf dich auf jeden Fall. Und ja, Glückwunsch dazu. Ist doch super. Da freue ich mich wirklich. Das ist echt geil. Ja, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und dann geht's gleich spannend weiter in der Let's Play Live Show. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann gleich wieder dabei seid. Und ja, bleibt dran. Bis gleich. So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Pause vorbei. So. Stößchen. Auf Bastard, auf seinen Führerschein. Also ihn hat. Und auf die 100. Folge. So. Weiter geht's. Der raucht schon wieder. Ja. Lass mich doch auch mal. Wir hatten gespeichert, wir hatten Gisela getroffen. Und hier haben wir noch ein paar Räume, die wir noch durchsuchen müssen. Und dann geht es jetzt wieder spannend weiter. Ich hoffe, man konnte die Musik hören. Die nächste Halt, 11. Stock. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 001. Okay. Oh, hey, geil. War das nicht das Viech aus dem Garten? Das hat mir doch schon gekillt. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Ist ja immer so. Ich sag doch gar nichts, aber beim zweiten Mal wird es leichter. Das stimmt. Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Da kann ich nicht lesen. Die Tür ist verschlossen. An dem Türschild steht Galerie. Da hinten leuchtet was. Steht hier was drauf? Ich kenne diese Räume gar nicht mehr. Ich habe das alles. 002. Na toll. Will ich da rein? Ich weiß es gar nicht. Ja. Oh, guck mal, hier ist ein Kittel. Dr. Mercer arbeitet bestimmt hier. Bericht zu Pflanze 42. Habe ich doch gesagt. Vor 4 Tagen seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus ist, Entschuldigung, der T-Virus hat sowohl Anomalie, Atomie, als auch größere der Wirtspflanzen grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich.
Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das Ergonomwachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jetzt noch nicht isolieren. Zweibeladiger Teil der Pflanze 42 wurde an Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus und Zwiebeln hervor. Zwiebeln, lecker. Wir nehmen an, das wäre doch was für dich, Konsumer. Zwiebeln sind immer gut. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zu Nährstoffaufnahmen sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür und mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen Blütenblattantigen klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sherton. Sherton? Hatte Henry hier gewohnt? Hier gibt's nichts Besonderes. Was? 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 Nein, 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 nein. La 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 la, gib mir da das. Nein! Geh weg, geh weg! Lassen wir ihn mal da drin. Der hat zwar jetzt irgendwas im Kopf, aber egal. Prost. La 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 la. Okay, Raum 002. Notiz an mich. Nicht reingehen. Da ist eine Karte von der Resistenz. Mitnehmen. Sind wir schon wieder irgendeine Residenz? Hä? Okay. Sie haben eine Karte von der Residenz. Da ist ein Loch in der Wand. Sie sehen einen großen Bienenstock. Wah, wah, wah. La 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 la. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, weg, weg. Da hilft nur der Flammenwerfer. Okay, da hast du vollkommen recht. Da hilft nur Feuer. Ah! Oh, den habe ich ganz vergessen. Dieses Scheißvieh. Mann, Scheißvieh. Ich frage mich, wofür die Kiste war. Da ist auch noch eine Tür. Waren wir da schon drin? Achso, die Tür ist verschlossen. Achso, ja. Da war ja 001. Aber wo finden wir denn nochmal den Flammenwerfer? Nein, nein! Das habe ich gemeint! Ich habe böse Erinnerungen an dieses Spiel. Ich weiß warum. Ich mag das nicht. Ich hasse Spinnen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich hasse Spinnen. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber. Okay. Achso, gegen die Pflanze, Flammenwerfer. Ist die fett und eklig, die Spinne. Kann ich jetzt eine Runde Billard? Bah, da hängt das Vieh. Ich mag das Spiel nicht mehr spielen. Das ist eklig.
Wieso? Das war doch gerade noch hier am Hängen, das Vieh. Oder sind das zwei? Boah, da komme ich doch niemals dran vorbei. Liegt da noch was? Eine orangene Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Ein sonderbarer Schatten schwebt im orangenen Licht. Was könnte es bedeuten? Ein Auge? Oh, eine nackte Frau. Das sind zwei. Nein! Geh weg! Geh weg! Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich hasse diese. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das ist Mama-Spinne und Babyspinne. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Oh, geh weg! Geh doch weg! Geh weg, du bist so ekelig. Boah, wer. Oh, ich hasse Spinnen. Kann man da unten irgendwas holen? La, 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 la. Ich bin mal mutig. Ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen, ich hasse Spinnen. Ja, nimm mit, alles, was wir brauchen, nimm mit. Was ist das? Ein Buch mitnehmen, jawohl. Eine grüne Öllampe, die zünden wir auch mal an. Waren da nicht noch. Da waren noch zwei Spinnen, oder? Bin ich jetzt. Okay, gibt's glaube ich sonst nichts mehr, ne, oder? Ein Haufen Fässer. Uah. Hallo? Komm hier runter. Uah, geh weg! Uah, geh weg! Ihhh, geh weg! Uah. Boah, wo sind die Fette hin? Eine Lederjacke. Ein Teil davon ist von Säure verätzt, okay. Was haben wir denn hier? Ach, das ist die Rotöllampe. Boah, sind die widerlich. Okay. Ich glaube, hier gibt es aber sonst nichts mehr, ne? Außer nackte Frauen als Poster. Ja, und das ist so. Aber sonst liegt hier aber auch nichts irgendwie, ne? Oder wo war? Scheiße, fuck. Oh Gott, habe ich ganz vergessen. Mann. Ich hasse diese Viecher. Ich werde mal die Kiste dazu verwenden, da über das Loch das zu schieben. Hallo? Ja, das war ja sehr intelligent von mir. Ich frage mich gerade, ob in dem Raum mit den Bienen noch eine Tür war, wo wir reinkommen.